Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Lizard U411 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von SM-Modding, gibt es neben PC / Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um mit dem guten Stück spielen zu können. Findet ihr einmal im Shop unter Mods und DLCs und dann Lizard U411. So sieht das gute Stück aus. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, an was das angelehnt ist. Also, ne, ich hatte die ganze Zeit irgendwie im Kopf, also ich kenne das, aber ich weiß nicht, wie das im Real Life ist. Weil Lizard ist jetzt ja natürlich markenlos, ist klar, ne? Aber aber ich komme nicht drauf. Ich komme schlicht und ergreifend nicht drauf. Aber auf jeden Fall kennt man, schönes Ding. Gucken wir uns das Ganze erstmal an. Lizard U411. Wir haben 30 PS Leistung, manuelles Getriebe, 40 Liter Diesel, 3, oder Benzin, je nachdem. 53 km Max Speed, 1350 Liter standardgemäßes Ladevolumen, 3,3 Tonnen für 14.000 glattende Anschaffung, 714 im Leasing. Ansonsten stehen euch mit Konfiguration, Reifenhersteller, Reifenvariante, Kupplungen, Kabine, Rundumleuchten, Hauptfarbe, Kabinenfarbe, Aufbaufarbe und Felgenfarbe sowie Kennzeichen 11 Config-Blöcke zur Verfügung. Konfiguration, oben haben wir standardgemäß 1350 Liter, also sprich, da könnt ihr, wie ihr ja hier schon sehen könnt, eigentlich alles laden, was ihr so im Standardspiel habt, inklusive Multifrüchte auf Multifruchtkarten, ist klar. Könnt ihr noch hochschrauben auf 4200 Liter, könnt das Ganze aber auch als Plattform machen, für Ballen oder whatever, und könnt das Ganze hinten auch offen für einen Heckheber machen, dazu kommen wir später. Dann gibt es noch Seitenabdeckung öffnen, also sprich, ne, dass ihr dann hier die Seitendinger habt, die ihr öffnen könnt, oder halt wiederum hier zum Standardgeschichten gehen. Reifenhersteller, standardgemäßes PKT mit Reifenvariante 57R20. Das Ganze könnt ihr dann hier noch durchschalten durch mehrere Varianten. Das Ganze auch hier für Michelin-Geschichten mit dazu, für Nokian-Geschichten. Midas habt ihr auch noch mit dabei. Trelleburg selbstverständlich auch mit und Friedestein ebenso mit dazu. Kupplungen ist einmal Standard, dann haben wir einmal eine Winde, also sprich, habt da vorne eine Winde mit dran. Dann habt ihr hinten einmal die Heckkupplung, deswegen dieser Ausschnitt hier, weil das sonst keinen Sinn macht. Dann haben wir noch Kraftheber mit Winde, das heißt, wir haben hinten und also vorne die Winde, ja klar, vorne die Winde, hinten den Heber. Dann haben wir Heckkupplung 2 in dem Falle, sprich, ihr habt hinten und vorne eine Heckkupplung oder einen Kraftheber. Und dann sind wir hier wieder beim Standard. Kabine haben wir einmal original, das heißt, offen. Dann haben wir einmal Fahrerhausunterstützung, das sprich hinten die Dings, oder dann haben wir halt eine Dachvariante mit dazu. Je nachdem. Rundumleuchte keine, dann gelbe und dann blaue. Ja. Hauptfarbe sollte selbsterklärend sein, stehen euch diverse Farben zur Verfügung, geht dann einmal hier komplett rum. Die Kabine könnt ihr dementsprechend auch einfärben, dabei ist es dann aber von Relevanz, dass ihr das Dach halt mit habt, also sprich, das ist die Dachfarbe in dem Falle mit dazu. Dann habt ihr hinten das Holz, was ihr auch noch mit einfärben könnt. Die Felgenfarbe ist selbsterklärend, Kennzeichen dementsprechend auch. Schauen wir uns das gute Stück in dem Falle an. Ich habe es jetzt in der offenen Variante gelassen, habe aber hier den großen Aufbau hinten mit da dran. Wir haben hier einmal unser Kennzeichen mit dazu. Wir haben hier Arbeitsscheinwerfer und Fahrtleuchten. Vorne jetzt kein Kraftheber mit dazu. Spiegel links, Spiegel rechts. Blinker hier mit drin. Die Standard-BKT-Bereifung. Rundumleuchten Variante 1, also sprich in Gelb. Mit dazu Aufbau, der 4300 Liter Aufbau. Ihr seht, wir haben hier überall Kollision, klitschen also um nirgendwo durch. Hinten im Heckbereich haben wir hier nochmal Kennzeichen, Bremsleuchten ebenso mit dazu inklusive Blinker. Der Innenbereich selber ist jetzt relativ übersichtlich für das Maschinchen. Wir haben da Kühlwasser dementsprechend mit drin. Schön. Ansonsten Lenkrad, ein paar Knöpfe, beziehungsweise Schalter, können wir schon sagen. Und halt hier ein Haufen Bedienelemente. Und das ist es dann auch schon mit gewesen. Hättet ihr jetzt halt noch ein Dach, hättet ihr halt hier ein Dach oben drüber. Aber links und rechts habt ihr jetzt an sich auch keine Scheiben. Also es ist so oder so immer halbwegs offen. Wir haben jetzt die schöne Wettervariante hier, Cabrio-Style. Von daher schick schön. Spiegel links und rechts sind im Übrigen auch da. Funktioniert soweit alles. Sieht texturtechnisch top aus. Kann man nichts dagegen sagen. Deswegen kann man das Thema dementsprechend auch hier schon abhaken. Hören wir uns mal den Säuntler an.
Boah. Normaler Sound, würde ich sagen. Weiß ich jetzt nicht, ob das aus dem Standardspiel per se ist oder ob es ein Custom-Sound ist. Hört sich jetzt aber definitiv nicht verkehrt an. Von daher passt es soweit. Ihr wisst aber, Sound ist ja auch immer eine sehr individuelle Sache. Muss dann jeder von euch selber wissen. Thema Funktionalität. Per se mit den Händen, also hier ne, mit Lenkrad wird gearbeitet, mit den Füßen wird gearbeitet und beim Schalten, ihr seht auch, das alles schön mit animiert. Wenn wir hier hochschalten, zack, geht er hier hin, macht einen Hebel und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Schöne Sachen. Ansonsten eine Animation jetzt hier im Innenbereich von den analogen Anzeigen selber ist ja auch noch mit dabei. Funktioniert also auch ohne Probleme. Spiegel links und rechts funktionieren auch. Können wir mit dem Spiegelmod gegebenenfalls noch ein bisschen besser einstellen, weil die relativ weit unten sind, ne? Also man sieht jetzt nicht allzu viel mit dran. Wenn wir uns das Ganze einmal in der Nacht anschauen, haben wir jetzt natürlich beleuchtungstechnisch standardgemäß nicht viel. Wenn ich hier anschalte, haben wir aber vorne eine Hintergrundbeleuchtung damit dazu, sodass ihr da auch was erkennen könnt. Ansonsten Blinker sind mit vorhanden, wie gesagt hier an der Seite und hier hinten dementsprechend alles kein Problem, wird auch im Dashboard hier vorne mit angezeigt. Soweit so klar. Ansonsten normales Fahrtlicht und dann hier vorderes Arbeitslicht noch mit dazu. Könnt ihr separé dann hier mit Numpad 6 auch steuern. Also die oberen Lampen Numpad 5 hat in dem Falle keine Funktion und umleuchten sofern ausgewählt, funktionieren soweit hoch. Ansonsten hinten Bremslichter, Blinker und Co.KG. Wie gesagt, funktioniert alles. Rückwärtsfahrtleuchten haben wir jetzt in dem Sinne nett mit dabei. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Spielereien immer dazu? Ja und nee. Also wir können hier die Abtippseite auswählen über Taste U, immer links, immer rechts oder hinten mit drin. Ihr könnt Spannkörper anbringen. Das ist gerade jetzt für den Aufbau irrelevant, aber ihr habt ja den Plattformaufbau, somit könnt ihr dann eure Ballen oder whatever damit halt saven. Und mit der linken Maustaste gedrückt halten, könnt ihr hier hinten in dem Falle jetzt die Klappe öffnen und schließen, je nach Aufbau, was ihr halt habt. Ich fülle das Ganze hier einfach mal kurzerhand ein, 4200 Liter mit dazu an Weizen, funktioniert ohne Probleme. Könnt ihr aber auch anderes Zeug halt mit reinnehmen, wie gesagt, es ist relativ egal, alles was im Standardspiel vorhanden ist, lässt sich dementsprechend da hinten mit reinklatschen. Soweit, so klar, so schick, so schön. Ansonsten die Höchstgeschwindigkeit bei 53 km/h ist soweit auch in Ordnung. Der lila Lok ist soweit auch mit sauber. Wir reden hier ungefähr von 16 MB. Könnt ihr also auch definitiv keine Fehler damit machen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüdelü.